Wer bist du? Michael. Erstmal, Michael, du bist es. Schön, dass ich dich höre. Na, wie geht's dir? Also mir geht's nicht besonders gut. Bin todmüde. Sag mal, eine Frage hätte ich, jetzt meine Mutter bei dir vielleicht? Ja, ich bin's. Ich wollte mal wissen, ob wirklich meine... Lebt meine Mutter noch? Ich hoffe, dass ich dich verstehen konnte. Ist meine Mutter tot? Kann meine Mutter mit mir reden? Ich mache mir Sorgen. Kein Wunder, da sind so viele mysteriöse Dinge passiert seit über einem Monat. Die Polizei war schon in Frankfurt, hat nachgeschaut, keiner war da. Und alles sei in Ordnung, die Nachbarn berichteten, dass die meine Mutter gehen gesehen haben. Ich frage mich, wo diese mysteriöse Dinge kamen, diese Informationen. Ja, das bin ich. Temmischer. Ja, da war ich. Ich war in Temmischer, genau. Ja, du hast mich beobachtet, ich weiß. Ja, du warst die ganze Zeit bei mir. Natürlich. Ja, ich habe das nicht immer ganz mitbekommen gehabt. Teilweise. Weil mir tot. Wie sagt man das? Ich habe jetzt nicht alles gesprochen. Na gut, ich würde gerne so wissen, ob sie noch lebt oder nicht. Egal, ich würde nachher nochmal analysieren, diesen EVP. Wenn ich da jetzt natürlich halt nichts irgendwas erfahren sollte. Im Negativen, dann lebt sie noch. Dann freue ich mich. Ja, ich weiß, dass alles gut wird. Ich weiß. Ja, ich werde jetzt halt mal gucken, dass ich mich noch hinlege. Ich bin so gar nichts mehr heute für. Ich sehe schrecklich aus. Geh ins Bett. Keine Kraft. Ich bin müde, kaputt. Ich wollte mich nur mal bei dir bedanken und bei der Heilige Maria. Ich hab euch beide gesehen. Gut, genau.
Okay. Wir haben jetzt nicht alles verstanden, aber ich werde nachher noch... Ich werde das nochmal anhören. Ich bin so müde. Katastrophe, ich mag nicht mehr. Ich würde gerne meinen Körper wechseln. Geht das? Das heißt, dass ich aus meinem Körper rausgehe und in einen neuen Körper eintrete. Für mich fürchterlich. Ja, ist schon okay. Ich habe heute im Zug gemerkt, ihr habt ja die Elektroden auf meinem Kopf. Entschuldigung? Für was denn das? Ah nein, schon alles okay. Ja. Aber die Elektroden sind ja heute auf meinem Kopf aktiviert worden im Zug. Das habe ich schon gemerkt. Ja, was habt ihr denn gemacht? Hat ihr Tests gemacht mit mir heute? Seven Union. Ah, ich verstehe. Okay. Aber egal, das wird schon. Ich bin müde. Schlaf gut, haha. Nein. Ja, ich gehe gleich schlafen. Kommst du mit? Kommst du mit, ja? Ja. Schon, ich gehe gleich ins Bett. Schön, dass ich deine Stimme höre. Ich wollte mal deine Stimme hören. Ich soll mit dir ein Lied singen. Hey, du magst mein Gesang? Oh, ich habe sehr viele Lieder verlernt gehabt, ne? Weil ich bin sehr traumatisch. Durch den Verlust meiner erstgeborenen Tochter habe ich das Singen aufgegeben. Aber wenn du möchtest, lerne ich gerne halt den Text von den kleinen Prinzen auswendig für dich. Hm. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ja, gut. Ich mach das. Ich singe dann halt für dich. Ich mach schon, ich werde jetzt vorbereiten. Ich liebe dich. Number one? Who's number one? You are the top number one. I'm not the top number one. I'm just a human. I'm a human alien hybrid. That's so. Yeah, I know. Let's sing something for you. Oh my God, was soll ich denn singen? Ich kann keinen Text mehr. I've forgotten so much of songs. I cannot sing anymore, but I have to learn it again. Probably. If you want, you have just to wait a minute for a little time. Ich übe für dich. I will learn for you. Okay, my sweetheart, I go. Yeah. Come on.
I would like to sing for you a song. Yeah. Oh, meine Güte. I've forgotten for a lot of songs. Okay, my sweetheart.